Hallo ihr Lieben, heute gibt es so wieder ein anderes Video und zwar, schaut mal, ist es nicht süß? Gerade wo der Paketfahrer gerade noch kam und ich gelächelt habe, dachte er sich wahrscheinlich auch so, was ist mit der? Aber ich finde das so, so süß. Und zwar ist das Paket von der lieben Jessica. Ich habe mit ihr ein Tauschpaket gemacht und ich wollte das natürlich wieder mit euch zusammen auspacken. Ah, ich bin schon ganz gespannt. Ja, liebe Jessica, ich habe dir ja schon geschrieben, morgen schaffe ich es dann endlich mal in die Stadt. Und da werde ich dann stöbern gehen und schauen, was ich so Schönes für dich kriege. Und jetzt schauen wir mal zusammen rein, was sie mir da so Schönes eingepackt hat. Wir kamen nämlich ins Gespräch. Sie hatte mich angeschrieben wegen diesen Holzdeko-Teilchen, wo ich euch ja gefragt habe. Und ja, genau, deswegen kam das da zustande. So, jetzt schauen wir mal. Ich kann Zeitung sehen. Zeitung, Zeitung, Zeitung. Zeitung, Zeitung. Noch mehr Zeitung. Jetzt müsste Schnucki hier sein, aber der ist auf dem Balkon. Zeitung. Wow. Alter Schwede. Das ist doch mal ein Paket, oder? Wenn man da reinguckt und das sieht. Das ist ja der helle Wahnsinn. Wow. Ich bin sprachlos. Schaut mal, diese schöne Karte. Dieses Stempelset mag ich ja auch sehr gerne. Und ich bin mal gespannt. Das ist irgendwie so eine Trickkarte, ne? Also, spezielle Klappkarte. Aha! Okay, okay. Ich lese mal kurz, weil, ne? Und so? Oh Gottchen, ist das lieb. Sie verfolgt jedes einzelne Video von mir. Oh Gott. Ah, oh, ist das süß. Ah, danke schön. Das ist sehr, sehr lieb geschrieben. Ich mag sowas ganz gerne. Und sie hat sogar das Papier bestempelt. Also, Mensch, ist das schön. Ach, sie sendet mir sogar eine Umarmung. Süß. Niedlich. Die kommt natürlich zu meinen anderen Karten hinzu. Ich heb ja sowas immer auf. Na, ich schmeiß sowas nie weg. Guckt euch das an. Ist das schön. Allein das ist mega. Also sowas Schönes, das kriege ich irgendwie nicht hin. Ich weiß nicht. Immer wenn ich bastle, habe ich das Gefühl, dass immer noch irgendwas fehlt. Ich weiß nicht. Nun gut, wir schauen jetzt mal rein. Bevor ich jetzt hier ewig lange rumrede. Ach, guck mal hier, das sind so richtig schöne Frühlingsfarben. Ich greife jetzt mal das raus zuerst. Bänder. Einmal in hellgrün und einmal in gelb. Sind das Organza-Bänder? Das eine sieht ein bisschen aus wie Organza. Nee, aber ganz dünne Bänderchen, die sind natürlich... Hast du es extra noch raufgeklebt? Oh, wie geil. Sie hat extra hier noch... Ist ja süß. Allein das ist schon Deko, ne? Ah, cool. Das ist natürlich super für den Frühling jetzt. Allein auch für den Sommer. Das ist schon... Ach, guck mal, die Eulen. Die muss ich natürlich gleich rausnehmen, ne? Oh, ist das süß. Ist das extra falsch rum raufgeklebt? Ist die, die ist ja saugeil. Richtig geil. Also die guckt ja so schön blöde. Oh, die sind echt zucker, zucker süß. Jetzt gucken wir mal rein. Ach, das genau. Ja, das sind die Holzteilchen, worüber wir geredet haben. Die sind natürlich ziemlich, ziemlich groß für Karten. Obwohl, ja, wenn man eine größere Karte macht... Hätte man natürlich dann auch ein Element, was ein bisschen größer ist. Es geht dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Karte nehmen, die ich heute gemacht habe. Ja, geht eigentlich. Ne? Kleine sind natürlich auch mal gut, aber die großen sind auch mal schön. Geht das eigentlich so? Ich glaube, ich stelle das mal ein bisschen beiseite, ne? Weil sonst ist das immer so nah dran. So, gut. Ja, doch, eigentlich gar nicht schlecht. Und gerade wenn ich jetzt noch die Box mache von meinem Bruder, wenn man da ein bisschen Verzierung dran macht... Sind die eigentlich gar nicht so undum? Die sind echt schön. Und die waren jetzt aus dem Action, ne? Eigentlich gar nicht so verkehrt. Süß. Doch, gefallen mir gut. Aber die Größe ist natürlich ideal für Karten, ne? Das ist echt sehr niedlich. Sehr, sehr schön. Die Kiste, du hast dir echt eine scheiß Mühe gemacht. Entschuldigung, meine Wortwahl, aber das ist eine scheiß Mühe. Sehr, sehr süß. Ach, guck mal. Oh Gott, ich greife einfach rein. Geschenk für dich. Du hast echt... Oh mein Gott. Jetzt bin ich ja... Ach, jetzt bin ich im Zugzwang, ne? Alles auch so schön einzupacken. Oh, Hilfe. Ah, Geschenk für dich. Ist das niedlich. Ist das diese Wellenkreisstanze? Tja, ich glaube, ich sollte da auch nochmal überlegen. Ach, diese Mini-Klammer. Ist das süß. Also allein schon die Aufmachung ist einfach nur toll. Ich hoffe, mein Akku macht dann nicht schlapp. Was haben wir denn hier?
Jimmy, du bist bezaubernd. Oh, ist das Schoki? Stimmt irgendwie Keks oder Schoki? Irgendwas zum Essen. Essen ist gut. Essen ist immer gut. Magnet. Ach, Magnet, wie süß. Das ist gut, weil ich brauche noch welche am Kühlschrank. Und ein Mini-Textmarker. Der ist sehr gut. Den werde ich gleich meinem Freund rüberlegen, weil er immer wieder bei mir ankommt und sagt, hast du mal? Ich lege ihm den hin. Dann braucht er nicht ständig fragen. Das ist schon mal sehr gut. Ah, klasse. So. Als nächstes. Ach, süß. Gute Besserung. Das ist niedlich. Mit Taschentüchern. Edition. Ach, das sind diese Einhörner-Edition. Hm. Aber kann man ja immer gut gebrauchen. Und allein schon, ne, falls mal jemand schlecht geht, sowas zu basteln, ist natürlich toll. Sehr, sehr niedlich. Du hast dir echt Mühe gemacht. Wie hast denn du die... Hast du die aufgestempelt? Oder mit einer Schablone aufgebracht hinten, die Wolken? Richtig cool. Das Einhorn ist auch sehr niedlich. Schön, klasse. Werde ich mir dann in meine Tasche packen. So, hello, it's me. Oh, hier kommt schon die Hälfte raus. Aber auch wieder eine schöne Box. Oh, noch mehr Holz. Hey, Holz ist immer gut. Und Glitzer. Ist ja cool. Das habe ich noch nie gesehen, dass es dir auch einen Glitzer gibt. Geil. Natürlich kann man es auch umdrehen, wenn man das Glitzer nicht mag. Aber ist gar nicht so schlecht, ne? Eule. Hier ist alles Mögliche drin. Das ist ja cool. Teekanne, ein Blatt. Oh, Blätter sind immer schön. Sonne. Oh, die ist sogar beglitzert wieder. Blümchen. Ach, süß. Die sind ja toll. Herz. Oh, die Herzen sind auch sehr, sehr schön. Blätter. Noch mehr Blätter. Oh, schick. Sehr, sehr schön. Wirklich richtig, richtig toll. Klasse. Die kriege ich jetzt bestimmt nicht wieder rein. Bei meinem Talent. Gucken, ob ich die hier drinnen lasse oder ob ich mir dann mal irgendwie eine große Schatulle anschaffe, wo ich all die Holzteile dann reintue. Oh Gott, ich lasse sie lieber. Ach, was haben wir denn hier? Für dich ein Stift. Ein Stift, ein karierter Stift, das ist süß. Die Farbe ist natürlich auch voll meins für dich. Selbst ein Stift verpackt sie wunderschön, oder? Das ist da. Meine Güte, wie man einen Bleistift so hervorheben kann. Wahnsinn, klasse. Wow. Oh, hier steht sogar was dran. It's... Nee, lots of love inside. Oh, was süß. Ah, schön. Hätte ich wahrscheinlich zuerst greifen müssen. Egal. Ach, süß. Das Papier ist ja auch toll. Schau mal rein. Was ist denn das? Das ist ein... Ach, guck mal. Ein Wassertankpinsel. Schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Was ist denn das? Glitzer? Ist das Glitzer? Ach, die hebe ich mir auf, ne? Das verschenke ich dann weiter. Da kommt dann was rein und dann freut sich der Nächste drüber. Ach, süß. Was ist denn das? Sind das... Das ist Embossing-Pulver. Ist ja geil. Ich dachte erst, das ist Glitzer. Dann dachte ich, es sind Mikroperlen. Nein, das ist Embossing-Pulver. Einmal in Blau, Rot, Grün und Lila. Ist das Lila? Irgendwie so ein dunkles Rosa. Keine Ahnung. Super schön. Opak. Deckend. Also sie sind schon mal deckende Farben. Sehr geil. Klasse, weil ich habe keine Farben. Doch, ich habe ein Dunkelgrün und ein Dunkelrot. Das hatte ich mir geholt für Weihnachten. Ja, aber sonst an sich habe ich keine Embossing-Farben. Ne, ich habe nur Gold, Silber, Kupfer, was man so immer verwendet. Aber das ist ja echt cool. Werde ich definitiv auch im Video testen. Ne, weil das ist cool. Reiher. Wusste ich gar nicht, dass sie das auch machen. Sehr, sehr schön. Da freue ich mich wirklich drüber. Ich freue mich über alles, aber... Ne? Ach, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ah, guck mal, ist das eine Karte hier noch? Was sind das? Oh, das sind so schöne viele Sachen. Hilfe! Schön. Oh, ich bin verliebt. Gold. Gold ist so schön. Oh, ist das schön. Ach, ist das schön. Was haben wir denn hier? Was ist denn das? Eine Maske. Eine
Gesichtsmaske. Relax and take a sip. Ach Gottchen, ach so. Ich und mein Englisch, ne? Aber das verstehe ich noch. Also das ist eine Maske wirklich für Gesichtspflege. Und die hat aber dieses Muster anscheinend, wo du dann dich halt fotografieren kannst, was dann lustig aussieht. Ist ja cool. Aber sowas ist natürlich immer geil, ne? Produkte für die Pflege ist natürlich toll. Super, klasse, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja cool. Werde ich ausprobieren und eventuell mache ich auch ein Foto von und zeige euch das. Mal sehen. Mal sehen. Wenn es nicht zu peinlich aussieht, zeige ich euch das. So, was haben wir denn? Schaut mal, ist das schön. Meine Güte. Stehst du auch so auf Gold und so? Also, schwer verdächtig. Aber ich sehe schon, hier sind Sticker drin. Sticker und... Ach, ein Stempelset, wie cool. Hallo, Schnucki. Schnucki ist auch da. Mal gucken, ob er sich hier oben blinken lässt. Ist ja cool. Oh, schön. Blätter gehen ja immer, ne? Und das ist ein sehr schöner Hintergrundstempel. Den werde ich auch testen. Englisch ist nun nicht so meins. Mal sehen. Aber vielleicht kann man hier unten das Auge so wegschneiden. Dann kann ich das Auge verwenden. Aber das ist schön. Auch diese kleine... Ja, er will natürlich in die Kiste gehen. Hier dieser kleine Kranz mit dem Herz. Das ist super niedlich. Das ist gerade schön auch für Briefumschläge. Ist das toll. Jetzt kommt Schnucki nicht vorbei. Komm hier, mein Schatz. Komm hier, komm. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier noch Sticker. Ist das eine Maus? Soll das Mäuse sein? Ach, guck mal, hier hat sogar eine Maus. Ach, hier ist eine Maus, ne? Angebissen. Oh, ist das süß. Ach, ist niedlich. Sticker sind immer gut. Verwende ich auch sehr gerne. Ach, Geister. Ach, Geister mit Herzen habe ich auch noch nie gesehen. Und Fußballbärchen. Ach, süß. Verwende ich gerne auf Briefumschlägen. Ich weiß nicht, ich finde das immer schön, wenn man jemanden einen Brief schickt oder eine Karte oder ähnliches, dass man halt, ja, dass man am Brief schon so eine kleine Freude hat, am Briefumschlag, ne? Dass man den kriegt und, ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Hier haben wir noch mehr Stick. Alter Schwede, guckt mal, ja, wie süß. Oh, sowas mag ich ja, ne? Oh, toll. Die arbeiten auch viel mit 3D, diese 3D-Pads. Finde ich toll. Nischatzi. Oh, süß. Mit Donuts. Ich krieg Hunger. Oh Gott. Ich sehe Donuts und krieg Hunger. Mann, das ist so typisch ich. Oh, wie süß. Schaut mal. Habe ich nie gesehen, den Film. Aber an sich ist sie ganz schön gezeichnet. Also niedlich, ne? Und das ist... Wupp, wupp, wupp. Was ist das? Das sind Prinzessinnen. Das ist Ariel, Schneewittchen, Rapunzel. Cinderella. Genau, hey, ich habe fast alle raus. Cool, sehr, sehr cool. Die kann ich gut verwenden für meine Nichten. Das habt ihr jetzt nicht gehört. Mäuse, wenn ihr das guckt. Ne? Da ist sowas immer gut. Ach, ich freue mich. Ich bin wieder total aufgeregt. Oha. Deswegen war das Paket auch so schwer. Sie hat mir Blöcke eingepackt. Ah, und nicht gerade wenig. Alter Schwede. So, schauen wir mal durch. Hier haben wir wieder einmal Disney. Ich gehe die mal kurz mit euch durch. Diese Gold-Disney-Sachen kann ich auch super für die Mäuse verwenden. Klasse. Sehr, sehr süß. Auch Elsa, ne? Elsa heißt sie, glaube. Dann haben wir... Oh, Summer Breeze. Oh. Sommerbrise. Ja, ein bisschen Englisch kann ich. Blau, blaue Wellen. Ach, süß. Ist ja niedlich. Den Block kenne ich gar nicht. Naja, gut, ich kenne viel vom Action nicht, ne? Wie gesagt, ich habe kein Action bei mir. Ach, das ist auch sehr schön. Aber so, man sieht ja immer viel im Internet, ne? Bei YouTube sieht man ja immer viele Hauls und sowas. Ich gucke mir die schon gar nicht mehr an, weil bringt mir ja nichts, weil ich es mir ja nicht zulegen kann. Cool, den gibt es auch in anderen Farben. Klasse, aber ich habe den schon mal zugeschickt bekommen in Gold. Das fand ich schon toll. Den gibt es auch in anderen Farben. Wie cool ist das denn? Schaut mal. Das ist ja geil. Wow. Ho, ho, ho. Cool. Oh, sehr schön. Sehr, sehr cool. Oh, toll.
Dann nochmal im Blau. Genau, den habe ich schon. Genau, das ist der. Aber das kann man ja nicht genug haben, ne? Dann hier einmal im Blau. Oh, klasse. Auch sehr schön. Sehr, sehr cool. Klasse. Dann hier in Gold. Genau, den habe ich auch. So Gelb-Gold. Das kann man ja immer verwenden, ne? Auch hier sehr schöne Farben drin. Richtig, richtig schick. Dieses Kraftpapier. Da habe ich auch was da gehabt, glaube ich. Sehr, sehr schön. Paris. Das ist was für mein Mäuschen. Rosen. Krönchen. Also die lassen sich Sachen einfallen. Das ist der Wahnsinn. So schön. Ananas. Sterne gehen immer. Ne? Oh, das ist... Wie das funkelt. Das ist der helle Wahnsinn. Richtig, richtig toll. Oh, jetzt war ich zu schnell. Möwen. Sind das Möwen? Das sind Vögel. Süß. Sehr, sehr süß. Und zu guter Letzt. Der ist ja klasse. Der sieht ja schön aus. Aha. Ach, das ist... Den kann ich mir selber bepinseln, ne? War das so? Dass ich da mit Aquarell raufgehen kann? Und dann... komm, seht ihr das? Sieht man das irgendwie? Genau, jetzt seht ihr das. Hier sind nämlich irgendwie vorgefertigte Sterne drauf. Und ich glaube, wenn ich hier mit Aquarell raufgehe, sieht man die Sterne drin. Irgendwie so. Das ist ja toll. Och, Schmettis. Och, das ist ja schön. Ihr seht gerade nur weiß, oder? Könnt ihr mal versuchen, das so zu halten, dass ihr das auch seht. Och, ist das süß. Mensch, wer kommt auf solche Sachen? Punkte. Punkte gehen immer. Wenn man dann, oh, wenn man hier einen schönen Aquarell-Hintergrund hat, jetzt sieht das. Das ist bestimmt mega. Muss ich unbedingt ausprobieren. Oh, schick. Hier mit goldenen Blümchen noch dabei. Oh, das ist doch mega cool. Richtig, richtig toll. Klasse. Richtig, richtig klasse. Hast du super ausgesucht. Hier drin ist ja noch mehr. Hilfe, hier ist ja noch was. Schaut mal. Was haben wir denn hier noch? Vellum. Ach, das ist dieses Transparentpapier, ne? Wovon jeder spricht. Das höre ich auch mal nur in den Videos. Oh, ich will unbedingt diesen Vellum-Dingsbums haben. Jetzt verstehe ich auch, warum. Das ist ja so schön. Wow. Okay, ich habe, ich wusste nicht, wie die aussehen und habe den Hype, also, ne, habe das nicht verstanden, aber das ist, also das auf einer Karte, das ist ja wirklich edel. Das ist wirklich toll. Wow. Oder hier, das ist ja auch schön, hier ist ja extra Platz frei. Da kann man hier noch was Schönes reinstempeln, ne, also, oder was drüber packen mit einem Spruch. Ist ja geil, ey. Jetzt verstehe ich das, warum sie das alle haben wollten. Ich hatte das nicht verstanden. Naja, woher auch, ne? Ist das schön. Also das Goldene gefällt mir richtig, richtig gut. Wow. Werde ich definitiv verwenden. Also das ist ja ein Träumchen, ist das. Sehr, sehr schön. Toll. Richtig, richtig toll. Was haben wir? Hier ist noch mehr. Ach, guck mal. Mensch, sie hat sich so eine Mühe gemacht mit dem Verpacken. Das ist so toll. Von Herzen alles Liebe. Ach, guck mal, hier hängen sogar Herzis runter. Seht ihr das? Ja. Och, ist das niedlich. Ich muss bestimmt irgendeine Seite aufmachen. Ich mache jetzt mal irgendeine Seite auf. Geh auf, komm. Ich will reingucken, geh auf. Ach Gott, was ist denn das? Oh. Einzelne Sachen, oh. Das ist schon mal leer. Das hebe ich mir auch auf. Ach, guckt mal, das sind diese Anhängerchen. Ich will nicht Text sagen, Anhängerchen. Oh, Mickey Mouse, Elsa, Mickey. Ach, die sind ja niedlich. Süß. Das ist ja toll. Und dann hier noch so ein... Ach, das ist so ein... Kann ich ein Bildchen reinmachen? Zum Beispiel. Ich könnte auch Resin reingießen. Oder. Kann man ja ganz viel machen, ne?
süß. Wollte ich mir auch mal bestellen. Hatte ich nicht gemacht. Das ist gut. Muss ich mir überlegen, was ich mal da reinmache. Ach, diese Dinger sind ja süß. Ich gehe die mal schnell durch. Ach, auch sogar mit Glitzer und Gold. Ist bestimmt auch wieder vom Action, ne? Ach, das ist ja niedlich. Also alles so Disney. Elsa, Mickey Maus, Minnie Maus. Oh, süß. So, so süß. Also, es gibt tolle Sachen. Klasse, das ist auch super gut. Das packe ich mir gleich hier mit rein. Kann man immer wunderschön irgendwo mit anhängen. Wir sind noch nie fertig, ne? Da ist noch was. Was haben wir hier? DIY Magnetsheets. Wie? Ich kann die. Das sind Magnetplatten und die kann ich bepinseln oder was? Also bemalen. Sehe ich das richtig? Das ist ja cool. Quasi kann ich mir meine eigenen Magneten bepinseln. Also bemalen. In unserer Familie heißt es bepinseln. Ist ja cool. Hab ich noch nie von gehört oder gesehen. Ist ja klasse. Ich habe so wenig Magneten, das passt doch perfekt. Und wenn man mal ein bisschen runterkommen möchte, also ne, zum Ausspannen malt man ja ab und zu mal ein bisschen. Ist ja cool. Und selbst mit dem Rest kann man dann noch irgendwas zusammenschneiden. Wenn es nur Herzen sind. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Toll. So, da war die maximale Aufnahme erreicht. Da muss ich das schnell mal rüberschieben. Machen wir weiter. Wir waren bei den Magnetplatten stehen geblieben. Mega cool. Ich habe schon mal keinen Platz hier. So. Oh, eine Sache ist noch. Eine Sache, die letzte. Und die Kiste ist leer. So, Schnucki, jetzt kannst du reingehen. Oh, süß. Das Häschen von Stampin' Up. Ist das süß. Noch mal ein Häschen. Habe ich euch mal erzählt, dass ich mal einen Hasen hatte? Weiß ich gar nicht. Der Beutel ist süß. Oh, Bänder. Bänder sind immer gut. Oh, das ist mega cool. Ich mag die sehr gerne und arbeite viel zu wenig damit. Ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich sie nicht direkt vor der Nase habe. Aber ich mag diese... die mag ich sehr gerne. Diese Kordeln. Die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und die Farben sind richtig toll. Klasse. Oh, das ist auch, fässt sich auch mal so schön an, finde ich. Hier war noch was drin. Ich kipp's mal aus. Oh, Muschis. 75 Sticker. Ab 3 Jahren. Ich darf das. Muss ich das so? Ja, das muss ich so. Ach, süß. Das ist ja Essen und Trinken und oh, ist das lecker. Ich habe kein Eis daheim, verdammt. Ich habe es leer gemacht. Ich muss Eis kaufen. Oh, wie lecker. So richtig süß Gebäck. Oh, ist das lecker. Schmackofatz. Ich habe wirklich Hunger. Ich muss gleich mal was essen. Und dann haben wir hier noch Washi-Tapes und oh, ist ja süß. Die sind natürlich klasse für Babysachen, ne? Hier einmal. Seht ihr das? Da sind so Füße in Blau und Füße in Rosa. Das kann man natürlich super für Babysachen verwenden. Ne? Mein Bruder, Mädchen und so. Was bald schlüpft. Ich glaube in 1 Monat, 2 Monaten. Und hier haben wir... ich kann es gar nicht entziffern. Star, Posh, Classy, also irgendwie Schrift... Geht aber auch eigentlich mal ganz gut. Schön, auch von Reihe. Aha, okay. Reihe. Habe ich irgendwas von Reihe? Ich glaube ja. Ich weiß gar nicht mehr was. Das war's. Die Kiste ist leer und Schnucki ist mir nicht da. Komisch. Liebe Jessica, vielen lieben Dank. Ich freue mich wirklich sehr und dass du alles so liebevoll verpackt hast. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich hoffe, du bist ja nicht enttäuscht, wenn das nicht, also meinst nicht so verpackt. Ist, ne, so wunderschön. Ich packe es ja dann immer gerne eigentlich in Geschenkpapier. Dann hast du auch was zum Auspacken, aber die Muse, ich weiß nicht, ob ich die habe, aber das ist wirklich traumhaft schön. Die Maske, ach, klasse, cool. Aber dann weiß ich ja, was ich dir mit reinpacken kann. Wie gesagt, ich bin morgen dann in der Stadt und da kann ich dann stöbern gehen. Aber finde ich gut.
Wo ist denn das? Hier. Ich glaube, hier gucke ich gleich mal rein. Ich habe wirklich echt Hunger. Ich glaube, das ist Schoki. Wenn ich noch mehr drauf rum, ne, dann ist es weich. Ich bin echt neugierig, was das ist. So, liebe Jessica, nochmal. Danke, 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 danke. Ich freue mich wirklich sehr. Alles schön verräumen, alles ausprobieren. Ich werde natürlich einiges in meinen Videos ausprobieren. Ist natürlich selbstverständlich. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wenn ihr jetzt irgendwas gesehen habt, wo ihr sagt, das will ich sehen, wie das aussieht, dann schreibt mir das. Ne? Kann ja sein, dass ihr sagt von wegen, hey, der Block ist cool, zeig mal, wie das aussieht. So zum Beispiel. Oder hier diese Embossing-Pulver. Die werde ich definitiv im Video ausprobieren, weil das, da bin ich echt richtig gespannt drauf. Ne? Bei den Klickern glaube ich jetzt eher weniger, aber halt so solche Sachen, Embossing-Pulver und so. Danke, 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 danke. Wie gesagt, ich gehe morgen und ich versuche es dann Freitag, Samstag dann noch loszuschicken. Muss ich sehen, wie ich Zeit habe. Aber ich dürfte das diese Woche noch schaffen. Hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Ja? So, ihr Lieben, liebe Jessica, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich freue mich wirklich. Ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Und ich würde sagen, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.